Hi Leute, grüßt euch. Lange nichts gehört. 2-Jahres-Update nach der Haartransplantation bei Elitair. Ich wollte euch ein kleines Update geben und einfach nochmal zeigen, wie jetzt nach circa fast auf den Tag genau 2 Jahren sich meine Haare auf dem Kopf entwickelt haben, wie die Haardichte ist, die Struktur, wie meine Erfahrungen die letzten 2 Jahre waren, was sich vielleicht geändert hat, was nicht, Vorteile, Nachteile, whatever. Also starten wir einfach mal rein. Wie bereits erwähnt, die Haartransplantation ist jetzt circa fast 2 Jahre her, auf den Tag genau. Und ich habe das vergangene letzte Jahr auch wirklich fast keine zusätzlichen Produkte mehr genutzt, um irgendwie die Haare nochmal zu stärken oder sonstiges. Also ich habe wirklich das erste Jahr voll reingehauen, alles benutzt, was man machen kann, PHP-Behandlung, den Dr. Balvi Elite Hair Boost Set-Koffer, das Shampoo, Tabletten, Serum, alles mögliche, pipapo. Ich habe PHP-Behandlungen gemacht und jetzt in dem 2. Jahr habe ich wirklich gar nichts mehr gemacht. Null. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich mein persönliches Empfinden so ein bisschen gemerkt. Ich zeige das auch gleich einmal richtig in die Kamera. Es sind wirklich in den 1 Jahr fast kein Unterschied zu spüren. Von der Haardichte her, von der Struktur. Das Einzige, was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass die Haare so ein bisschen strohiger geworden sind. Und was man halt auch wirklich merkt, womit ich so ein bisschen Probleme habe, meine Haare werden sehr schnell fettig. Ich glaube, das liegt daran, weil ich habe zwar jetzt wieder, also es sieht echt, ne, ich kann immer nur wieder lachen, wenn ich in den Spiegel gucke und sehe, wie dicht jetzt meine Haare geworden sind, gerade jetzt im vorderen Bereich. Aber die sind halt nicht so dicht wie bei Menschen, die halt gar nicht unter Haarausfall leiden. Und dadurch glaube ich, dass einfach, weil die Kopfhaut ja sehr stark fettend ist, die Haare das einfach viel schneller aufnehmen, wodurch die Haare auch einfach schneller fettig sind. Deswegen muss ich auf jeden Fall jeden Tag meine Haare waschen. Das ist einfach so, sonst sehen die nach einem Tag nicht gewaschen aus, als wäre ich mit einer Butter quasi einmal durch die Haare gelaufen. Aber alles gut, das ist so wirklich so der einzige negative Aspekt, den ich jetzt wirklich sagen kann, was ich habe. Aber so what, ich habe volle Haare, alles gut. Ich versuche euch mal jetzt so ein bisschen meine Haare zu zeigen. Ich bin gestern auch beim Friseur gewesen und genau, wie man sehen kann, sind die Haare vorne echt super dicht. Also ich bin wirklich super zufrieden. Ich kann mal ein bisschen ran. Also man sieht da wirklich echt kaum Kopfhaut durch, ne? Das ist echt Wahnsinn. Wo man natürlich Kopfhaut sieht, zeige ich hier auch nochmal, ist natürlich der Tonsurbereich. Da aber, wie gesagt, auch schon in meinen vorigen Videos erwähnt, da müsste halt auf jeden Fall auch nochmal, aber das hat mir Elite auch von Anfang an gesagt, dadurch, dass da eine so große Fläche komplett kahl gewesen ist, müsste man da einfach nochmal eine zweite HOP hinterher setzen. Eigentlich wollte ich die dieses Jahr machen mit Umzug und hast du nicht gesehen, ist jetzt privat so viel dazwischen gekommen, dass ich jetzt die HOP wahrscheinlich für nächstes Jahr anpeile, dass ich einfach nochmal den hinteren Bereich und vorne nachverdichten lasse. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, euch dann wieder mit auf die Reise zu nehmen. Dahingehend werde ich auf jeden Fall auch versuchen, von Anfang bis Ende alles mit Video zu begleiten. Also nochmal komplett alles durchzuziehen. Und ja, so viel sei dazu gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt übrigens auch nach 1 Jahr gar nichts machen für mich gesagt. Ich möchte und werde jetzt nochmal mir das Hair Boost Set von Elitair bestellen und kaufen, weil ich jetzt nochmal wirklich 3 Monate oder ein halbes Jahr nochmal volles Brett wieder mit allem, was mir zur Verfügung steht, reinklatschen möchte, was in meine Haare geht, um einfach mal zu gucken, wie ist jetzt der Stand heute und in 3 Monaten mit den Haaren. Werden die eventuell noch dichter, kommen vielleicht wieder aus manchen Wurzeln Haare raus, die vorher gar nicht da waren oder so. Wir werden es sehen, aber das habe ich mir jetzt nochmal gegönnt, weil alles für die Haare.